Willkommen bei Hexe Grillt, euer YouTube-Kanal für Grillsachen. Ich habe mir einen Smoker bestellt, den ich jetzt aufbauen werde mit euch gemeinsam. Ich werde das vielleicht auch im Zeitraffer machen. Teilweise werde ich auch ein bisschen ein paar Punkte erklären. Dieser Grill ist von Pitboss, der 850er Navigator und mit Abdeckplane. Wir sehen uns gleich. So, dann machen wir jetzt mal das gute Stück hier auf. Ja, wie gesagt, hier ist die Abdeckhaube. Hier ist noch ein Zettel dazwischen. Ja, sehr leicht aber zugebunden. Das macht doch Spaß. Hey! So. Erkennt man, ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt, naja, so ein bisschen. Hier fängt schon an. Okay. Ja, was wir meinen, ja. Also Schutzkanten, ne? Wenn jemand Schutzkanten noch braucht, ich habe noch welche. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt alleine aufbauen kann. Aber Versuch macht klug. So. Dann wollen wir doch mal ein paar Sachen schon mal gucken, dass wir die rauskriegen. Ich denke mal, das sind die Füße. Das sieht so aus, als wenn das die Füße sind. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich die Teile nach draußen nehme oder hier drinnen. Ah, ich packe die hier drinnen aus. So, weil draußen könnte man natürlich auch noch was machen. Füße. Dann einmal Styropor. So, fachgerecht entsorgen. Das zweite Mal Styropor. Immer hier. Oh. Toll. Aha. Hier haben wir die Anleitung vom Navigator. Ist hier noch was drin? Also auf jeden Fall ist das schon mal auf Deutsch. Hier sieht man auch ein paar Bilder. Also ist es schon gut erklärt, so wie ich das hier sehen kann. Naja, egal, das machen wir gleich. Was ist das hier? Hier, okay. Das ist auch eine Anleitung, aber hier, das ist auch eine Anleitung. Hier steht auch mit der Digitalanzeige, wahrscheinlich wird das da drin erklärt. Ich gucke mir das mal später an, weil da steht, bitte aufmerksam durchlesen. Und da das mein erster Pellet Smoker ist, werde ich das auch tun. Was haben wir hier? Falls jemand eine Nummer braucht, die Nummer gegen Kummer, hier ist sie, oder ich kriege mal bei weiteren Fragen, aber die ist nicht auf Deutsch. Ne? Also Gebühren werden teuer, wenn ihr nach Amerika anruft. So, jetzt gucken wir mal das Einkaufen.
zusammen. So. Alles klar, okay. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal das Gestell zusammen und dann sehen wir uns wieder. Mal ganz kurz. Ich habe gerade was entdeckt und das ist ja wie eine Wundertüte hier. Und zwar mache ich den Deckel jetzt ab. Ta-da-da-ta! Tja, das ist auch genial, das wusste ich auch nicht. Naja. Ja, packen wir mal dann das Papier, beziehungsweise Pappe weg. Ja. Also, ist das echt genial. So, dann haben wir hier unten, da komme ich dann ran. Nee, da komme ich noch nicht dran. Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, baue ich erstmal das Untergestell zusammen. Und wir sehen uns später wieder. So Leute, das Gestell ist jetzt fertig. Mit Mühe und Not zusammengebaut. Die obersten gingen eigentlich einfach, aber diese Leisten, die gingen ein bisschen schwer, weil die so fummelig waren. Und zwar sind da die Schrauben. Und weil diese Kanten auf der Seite schwerer sind, ist das halt immer umgekippt und oh, das war auf jeden Fall eine Fummelarbeit. Ja, und zwar sieht das jetzt so aus. Vorne müsste die Seite sein, weil hier ist ja das zum Bewegen. Und das sind hier die festen Rollen. Die sehen eigentlich nicht schlecht aus, finde ich gut. Ja, hier ist so ein bisschen Lackschaden, wahrscheinlich weil ich das auf Steine gelegt habe. Aber ich meine, es kann sich erstmal sehen lassen. Und jetzt denke ich, mache ich erstmal ein paar Hochzeitsfotos. Nein, Quatsch. Jetzt kommt die Hochzeit, jetzt kommt der Pellet Smoker quasi auf das Gestell drauf. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt ist die Hochzeit vollbracht. Der Smoker hat es gut geschafft. Diese Schrauben werden hier festgemacht. Dann kommen hier so kleine rein und dann wieder so dicke. Dafür die Füße. So sieht das innen aus. Ja, jetzt muss ich hinten die Lüftung ein bisschen machen, ein bisschen Zubehör. Ja, und dann sieht der irgendwann so aus. Aber sieht schon fast so aus. Also bis später dann. So, und jetzt werde ich den auf volle Pulle erstmal vorheizen und dann geht's weiter. Hier seht ihr eine Scheibe. Ihr könnt immer sehen, wie voll euer Pellet-Tank ist. Und hier ist die Einstellung. Hier kann man drehen, wie man möchte. 95, 110, 120, 150 bis sogar, ich glaube, 260 war das höchste. Und das niedrigste ist, glaube ich, 75. Ja. So. Genau, und achso, dann will ich euch nicht vorenthalten. Hier ist der Tank. Hier ist die Förderschnecke. Guck mal, ob ich das scharf kriege, seht ihr. Und hier ist nochmal zum Entleeren der Schraubstellen, der Pellets, ist hier nochmal so eine Klappe. Da könnt ihr euch dann hinterher einen Eimer hinstellen und die alten Pellets dann rausfallen lassen und andere Pellets wieder auffüllen, beziehungsweise nach jedem Gebrauch müsst ihr die rausnehmen, sonst wird, wenn es zu feucht werden und fest. Und dann habt ihr das Malheur, dass die dann hier drinnen im Pellet Smoker sind. Ja, und dann müsst ihr die erstmal irgendwie wieder rauskriegen. Deswegen rate ich euch bei einem Pellet Smoker immer nach dem Gebrauch, nach Wettschaf, entleeren. Was ich euch noch vorenthalten habe, ist diese Klappe hier, also der Tisch quasi. Den kann man hier rausnehmen,
kann man umklappen, kann man aber auch komplett rausnehmen, zack, und hier unten reinlegen als quasi Tisch. Ne? Mega geil. Also wie gesagt, ich mache den jetzt an, heiz den auf volle Pulle auf für 40 Minuten und dann geht's ab. So, was ich euch noch sagen wollte ist, hier ist ein Lüftungsschlitz. Kann man aufmachen oder zu. Ja, irgendwie müsste der ja eigentlich ganz zugehen, aber bei mir geht der irgendwie nicht ganz zu. Finde ich komisch, aber ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil manche haben ja so Rohre hier, die hochgehen. Hier ist das anders, hier hast du hinten einen Schlitz und dann geht das halt hier hinten raus. So Freunde, die Komma läuft. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie euch da was zeigen kann. Vielleicht könnt ihr ein bisschen... Bitte wird schau auf. Nee, wird nicht. Schade. Aber es riecht hier schon auf jeden Fall. Und hab den jetzt erstmal auf volle Pulle gemacht. Wie gesagt, auf 260 Grad wird der. Und den lasse ich jetzt erstmal für gute Dreiviertelstunde laufen. Und hier kann man auch noch ein Thermometer anschließen. Und hier auch. Aber es gibt nur eins dazu. Und wie gesagt, hier ist der Behälter. Seht ihr, wie viel ich reingefüllt habe? Oh, jetzt qualmt es hier aber. Guckt euch das mal an. So, ich mache jetzt Deckel zu und Affe tot. So, hier seht ihr jetzt, wie die Temperatur hochgeht. 80, 81. Das geht so schnell, da kann man gar nicht hinterher gucken. Und ja, eben hat er richtig Rauch abgegeben. Jetzt kommt nichts mehr. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht soll ich mal diesen Aufkleber hier auch abmachen. Das wäre, glaube ich, besser. So, okay, dann bis später, Freunde. So, Freunde. So, Leute, ihr seht jetzt hier, es beginnt an zu brennen. Hier siehst du die ganze Hitze zwischen den Rillen. Und wie gesagt, die Rillen kann man auch wieder zumachen zum Smoken. So, ich mache den Deckel wieder zu. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wie er die Rückstände wegbrennt.